Zunächst einmal zu etwas rustikaleren Waffen und dem PC-Schwerpunkt Fantasy. So gab es erstmals Gothic 2 zu bewundern, bei dem der weltrettende Zauberer nicht nur dunkle Flüche aussprechen, sondern sich auch noch verwandeln kann. Zum Beispiel in ein Schaf. So kann der Magier im Schafspelz inkognito auch den letzten Winkel fremder Städte erkunden. Spiele-Updates selbst gemacht. Mods, die kostenlosen Erweiterungen eines Computerspiels. Hallo und willkommen. Neues aus der digitalen Welt auf Dreisat beginnt wie immer mit der Begrüßungsmod. Die Abkürzung bedeutet bei Radio und Fernsehen Moderation. Bei Computerspielern allerdings steht Mod für Modifikation und Modder sind Hobbyentwickler, die PC-Spiele verändern. Aus Spaß, nicht kommerziell, aber oft äußerst professionell. Sie kreieren, meistens in kleinen Teams, auf der Basis bekannter Games, völlig neue Welten. Für viele PC-Spiele bietet der Handel teure Add-ons, also Spielerweiterungen an. Das gibt's auch günstiger. Sogenannte Mods, also Modifikationen, sind eigentlich das Gleiche und gratis. Im Internet gibt es tausende davon. Aus antiken Kämpfen im alten Rom wird so etwa die Schlacht um Mittelerde aus dem Herrn der Ringe. Mit den Helden und der richtigen Geografie aus dem Fantasy-Epos. Statt Legionäre gibt es hier also Orks und Elfen. Und statt um Gallien und Karthago geht's um Mordor und Isengard. Und auch das ist kein Originalspiel, sondern eine Mod für den Shooter Battlefield, die wohl auch den Hersteller selbst beeindruckt und inspiriert haben mag beim Nachfolger Battlefield 2. Etwaige Ähnlichkeiten sind hier nicht zu übersehen. Die privaten Modifikationen verbessern meist die eigentlichen Spiele. So kommen hier neue Stadien und Fangesänge ins Spiel. Modder machen aus einem Zweiten Weltkrieg einen Krieg der Sterne. Oder auch ein karibisches Piratengefecht mit Steinschlossgewehr. Eine Piratenmod gibt es auch für das eigentlich sonst eher mittelalterlich wirkende Fantasy-Rollenspiel Gothic 2. Wir sind im Hobbykeller bei einem Treffen des Exodus-Teams. Einer Gruppe junger Modder, die aus ganz Deutschland kommen und sich ganz dem Modden von Gothic 2 verschrieben haben. Sie zeigen uns, womit und wie man eigentlich moddet. Wir sind jetzt hier in einem professionellen 3D-Programm, nennt sich 3DS Max. Sitzen hier gerade an einer Tempelanlage und diskutieren gerade über die Bodentextur, die wir da nehmen können. Haben uns jetzt aus einem Texturenkatalog, den Kollege quasi erstellt hat, haben wir uns die passende Textur rausgesucht. Abgeschossen. Zum Einbetten der fertigen Objekte ins Spiel bedarf es noch einer weiteren Software. Das ist jetzt der Spacer, das Haupt-Gothic-Modding-Tool. Und da kommen dann die ganzen Welten von 3DS Max zusammen und werden dann da belebt. Da kommen dann Bäume rein und spezielle Effekte. Und die fertige Welt bekommt dann der Scripter, der macht dann die Dialoge von den Nichtspielercharakteren, sodass die dann mit dem Held reden können. Also, Max, ja. Doch man ahnt es schon, die Software ist für unsere Modder gar nicht das Wichtigste. Also der zentrale Punkt ist eigentlich ein Team zu haben und alle Aufgabenbereiche abzudecken, also vom Spacering über Scripten und im 3D-Bereich. Also man braucht wirklich ein Team, ohne ein Team kommt man gar nicht voran. Wie alle Modder basteln die Leute vom Exodus-Team die Gothic-Mods vor allem zum Vergnügen. Sieht ja auch gut aus. Bei dem Hobby geht es darum, die Welt von Gothic zu verändern und auch zu verbessern. So im Falle des Gothic-Freudenhauses. Dank Mod kann man so einer Bordellmitarbeiterin aus ihrer Misere zu Kleidung und einem neuen Leben als neue Angestellte einer Weinhandlung verhelfen. Wovon unsere Gothic-Modder allerdings die Finger lassen, sind schlüpfrige Modifikationen, von denen es im Netz ebenfalls nicht zu wenige gibt.